Hey, ich bin der Nerdman. Im letzten Video zu Dark Knights Death Metal haben wir kurz zusammengefasst, was man alles vor Death Metal gelesen haben sollte oder könnte. In diesem Video soll es dann um das hier gehen. Flash Forward, Wally West Rückkehr, ein ganz besonderer Band, der definitiv nicht ohne Grund das hier auf der Rückseite stehen hat. Flash Forward, Wally Wests Rückkehr, erschien am 12.01.2021 bei Panini Comics, wurde von Scott Lobdell geschrieben und von Brad Booth gezeichnet. Aber nun mehr zur Story. Einst war Wally West als Flash ein strahlender Held, doch diese Zeiten scheinen endgültig vorbei, seit er vom rechten Pfad abgekommen in Blackgate einsetzt. Doch plötzlich tauchte ein übermächtiges Wesen, der Wächter der Dimensionsgrenzen, in Wallys Zelle auf und gab ihm die Aufgabe, gleich mehrere Universen vor der Macht des dunklen Multiversums zu retten. Bei seinem Rennen gegen die Finsternis und durchs Multiversum trifft Wally sogar auf US-Präsident Superman und muss sich dem zum Blutsauger gewordenen Batman, der Vampirerde, stellen. Doch später soll sich herausstellen, dass Wally alles andere als zufällig in diesem wilden Abenteuer gelandet ist. So viel zur spoilerfreien Variante dieser Story. Wer jetzt den Band lieber selber lesen möchte, schaut am besten unten in die Beschreibung und kommt vielleicht später wieder. Vorab ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass man vor diesem Band vielleicht einen kleinen Blick in das Event Heroes in Crisis werfen sollte, da diese Story direkt daran anknüpft und auch ein zentraler Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist. Wally sieht zu Beginn dieser Geschichte keinen Grund mehr zu leben. Für den Tod seiner Freunde verantwortlich, seine Kinder verloren im Nichts, der Träger eines Symbols, welches er selbst nun verabscheut, keine Hoffnung mehr, weder für ihn noch für andere. Doch dann erscheint Tempus, der Wächter der Dimensionsgrenzen, und gibt ihm eine neue Bestimmung, ein neues Ziel. Er soll durchs Multiversum reisen, um andere Erden, die durch die Macht des dunklen Multiversums zu zerfallen drohen, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In diesem spannenden Abenteuer trifft er, by the way, unter anderem auch auf die Retaliators, welche definitiv DC-Varianten der uns bekannten Marvel-Charaktere sein sollen. I mean, das ist Cyclops, Captain America, Gambit, Red Guardian, Daredevil, Jean. Ich denke mal, das ist sehr offensichtlich. Aber wir sehen auch das aus Batman Dracula bereits bekannte Vampir-Universum, wo alle Superhelden zu Blutsaugern wurden. Und noch vieles mehr. Glaubt mir, wenn ich sage, dass man von Seite zu Seite immer neue Anspielungen und Easter Eggs erkennen kann. Letztendlich dreht sich der Comic rund um Wally West und seine Verfassung, in der er sich gerade befindet. Er lernt mit dem Schmerz und dem Leid, welches er erfahren und verursacht hat, zu leben. Tempus gibt ihm auf symbolische Art und Weise die Hoffnung zurück, indem er ihm ein Werkzeug in die Hand gibt, welches sich als reines Placebo entpuppt. Es hat die Welt nicht geheilt. Wally war es, weil er daran geglaubt hat, dass es funktioniert. Genauso muss er am Ende der Geschichte den Ursprung des Chaos vernichten. Eine Welt, welche er selbst aus seinem Leid erschaffen hatte. Eine Welt, auf der er auch seine lang verschollenen Kinder wiederfindet und die er letztendlich zerstören kann. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Jetzt, wo Wally West komplett mit sich selbst im Reinen das Multiversum vor einer Katastrophe gerettet hat, ruft der Möbiusstuhl nach ihm. Es ist schwer genau zu erklären, was der Möbiusstuhl wirklich ist und woher er kommt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn jemand von euch in den Kommentaren das ein bisschen zusammenfassen könnte. Ich war beim Recherchieren mehr oder weniger hart verwirrt. Jedenfalls ist dieser Stuhl das wohl mächtigste Artefakt, welches zwischen allen Multiversen existiert. Derjenige, welcher auf diesem sitzt, verfügt über das gesammelte Wissen des ganzen Multiversums. Jede Kontinuität, jede Version eines Charakters oder einer Welt, jede Krise, jeder Reboot oder auch jedes andere Event. Du wirst also zu Gott. Tja, wenn's sonst nichts ist. Im Gegensatz zu Mobius, Batman und Allman verfügt Wally nicht nur über die ihm vom Stuhl gegebenen Kräfte, sondern auch über die Dr. Manhattans. Und wieso das so ist, das kann ich euch auch nicht genau sagen. Jedenfalls, als Wally nun seine neu erlangte Macht ausprobiert und alle Realitäten gleichzeitig im Blick hat, entdeckt er eine riesige Anomalie in Zeit und Raum und sogar Realität. Realitäten drohen zu kollidieren und zu zerbrechen. Zeitströme, die nicht zusammengehören, laufen parallel. Alles ist durcheinander. Und als er durch diese Realitäten reist, um den Ursprung allen Übels zu finden, findet er ihn, den Verursacher, den Multiversum korrumpierenden Batman der Nacht
auf seinem Thron aus Schädeln. Ob und wie Wally ihn aufhält, erfahren wir wohl erst, wenn Batman Death Metal so richtig losgeht. Natürlich war das jetzt nur eine stark komprimierte Zusammenfassung des Comics. Ich würde euch dennoch empfehlen, ihn zu lesen. Auch wenn ihr nicht viele Flash-Comics liest, macht dieses Teil dennoch Spaß. Besonders wegen den vielen Anspielungen an ältere Events und wichtigen Momenten aus der DC-Geschichte. Und damit wäre jetzt auch die Frage geklärt, ob Flash Forward für Death Metal wichtig ist. Yes! 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 Geiles Teil, toller Auftakt und ich bin schon sehr gespannt. Hallo? Wie? Wie? Wie was? Batman Death Metal wurde angekündigt? Offiziell? Ja, exklusive Inhalte und so, blablabla. Aber wann soll's denn starten? Am 16.03. erscheint das erste Heft der siebenteiligen Hauptreihe bei Panini Comics. Dazu werden dann noch drei Batman Death Metal Sonderbände, die Justice League Hefte Nummer 30 und 31, die für Death Metal eine Rolle spielen, sieben Panini exklusive Band Variants der Hauptreihe mit exklusivem Zusatzmaterial und exklusiven Interviews mit Künstlern wie Megadeth, Ghost, Ozzy Osbourne, USW und eine exklusiv von Panini erstellte Premium Box mit vielen Extras wie einem Variant von Heft Nummer 1, 6 Trading Cards, 5 Artprints, eine riesige Metalverse Weltkarte plus Bandana und einem Plektrum im Batman Death Metal Look. Erscheinen. Das kostet dann auch nur 1 Million Euro, ihren Bausparvertrag und ihre Seele. Geil! Ich kann's kaum erwarten!